So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren gerade im Kaufland und Bubsi hat gesagt, sie hat aber seine Werbung entdeckt, was am Montag im Angebot ist, in der Werbung drin, nämlich eine neue Sorte von Maika Curry King. Da wäre das im Angebot für, sagen wir mal, 2 Euro. Heute lag das aber schon im Regal. Ihr könnt das also schon kaufen für 5 Euro. Die Preise variieren natürlich, das sind nur Beispiele. Was ist jetzt aber neu? Was heißt hier neue Sorte? Neu, Maika Curry King. Curry und Cola, also wer lässt sich solche Sorten immer einfallen, man weiß es nicht genau, mit würziger Curry-Cola-Soße, alles komplett, Fruity-Curry plus auf der Unterseite, Spisser, alles drin. Ich denke mal, ihr kennt sowieso alle Curry King, ne? Ihr kennt die ganzen Variationen, die es da gibt, da gab es ja auch das Vegane, dann gab es das hier mit Hawaii-Zeugs, Ananas drin, glaube ich. Dann gab es extra scharf, dann gab es vegan, dann gab es... Ach, ich habe keine Ahnung, es gab auf jeden Fall schon viele Sachen. Auch Salsa gab es, glaube ich, was dann hier wie so Lecho geschmeckt hat. Aber Curry King, Curry und Cola, das ist jetzt wieder mal richtig rekordverdächtig. Das stelle ich jetzt hier hin. Wir reißen mal hier unten das Papier ab. Dann habt ihr nämlich hier den Spießer. Esst ihr das immer mit Spießer? Schreibt es mir in die Kommentare. Und hier ist das Currypulver drin. Das ist auch ganz wichtig. Das macht ihr aber am Ende drauf. Das könnt ihr euch an die Stirn klatschen oder woanders hin. Und ansonsten, fürs Thumbnail wollen wir nochmal kurz reinhalten. Curry King, Curry und Cola. Mit dem Spießer muss ich jetzt hier Löcher reinstechen. Das ist auch wichtig. Und ich hasse diese Holzspießer, denn wenn du damit was reinstichst, knickt meistens der Holzspieß um und ist kaputt. So, das hat diesmal funktioniert. Nee, ich glaube, hier ist sogar eine Ecke abgebrochen. Also wie immer. Das machen wir mal kurz warm in der Mikrowelle. Dann probieren wir mal, wie das schmeckt. Beziehungsweise können wir schon den Holzspieß abschlecken und merken, der schmeckt nach Holz. So, ich bin zurück. Die Currywurst mit Curry und Cola ist auch am Start. Mir ist dann noch so eine Flasche Mad Dog 357 in die Hände gefallen. Aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Jetzt machen wir das Ding erstmal auf. Dann müssen wir, glaube ich, sowieso nochmal ein zweites Thumbnail machen. Weil ich nämlich eins haben möchte. Mit der Packung und einmal, wenn es offen ist. Ach so, warte, aber wenn es einmal offen ist. Machen wir auch erstmal das Currypulver noch drauf, das ist ja wichtig. Damit das eben nach Curry schmeckt, sonst ist es ja keine Currywurst. Machen wir so, dann tun wir so mit dem Finger, das so tut man das nämlich machen, wenn man nicht weiß, wie man das macht. Zeige ich euch das, wie das funktioniert. So, jetzt ist das alles drauf. Jetzt sieht das richtig toll aus. Verteilung ist zwar doof, aber egal. Das kann man jetzt reinhalten, damit ihr seht, im Thumbnail nochmal schön Curry King, Curry und Cola. Das machen wir mal hier vorne hin. Da ist das Thumbnail, genau. Warum zieht der Ramses immer so eine blöde Schnauze? Ich weiß es nicht. Wir mischen das jetzt hier mal ein bisschen rum. Eigentlich hätte man sich eine Scheibe Toast dazu machen sollen, kurz in den Toaster eine Scheibe Toastbrot. Das ist das perfekte Essen, was man dann so zwischendurch mal machen kann. Ich bin jetzt auf die Soße gespannt. Curry, Cola, Soße. Die Wurst müsste ja die gleiche sein wie immer. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten in die Ecke, nehme ein Stück raus. Schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig, was mich total überrascht. Nehmen wir noch ein Stück. Probieren hier nochmal. Also wenn ich Cola draufstehen würde, ich würde nie auf die Idee kommen, da Cola drin zu sehen. Erinnert mich absolut nicht an Cola. Schmeckt aber verdammt genial. Ich glaube, das ist viel besser sogar als das Original, die ganz normale Curry King. Und diese zusätzlich gekünstelte Cola, Geschmacksvariante, die da reingebracht wird, gibt so einen speziellen süßen Touch, fruchtigen Touch. Du hast trotzdem ja das Currypulver da, du hast dieses kräftige, tomatige, artige, diese Currysoße plus das Pulver plus... Also ich glaube, das ist die perfekte Currywurst. Die
können nur ein bisschen schärfer sein, deswegen haben wir ja das Mad Dog 357 am Start. Das heißt, also in der Silver Edition, wir machen jetzt hier einfach mal einen Tropfen Mad Dog rein. So, Vorsicht, ne? Die Soße hat mich damals komplett vernichtet. Deswegen machen wir mal einen Tropfen hier hinten drauf, einen Tropfen hier vorne drauf. Nur ein Tropfen reicht schon, um den ganzen Bohneneintopf für die Schulküche zu versüßen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach zwei. Jetzt mischen wir das Ganze nochmal rum, aber ohne Spaß. Also wirklich, sind wir mal kurz ernst. Es ist wirklich ein richtig guter Geschmack. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, was soll das für eine blöde Kombination sein? Aber ich muss euch sagen, das schmeckt so gut. Das würde ich mir auf jeden Fall jederzeit wiederholen. Ja, eigentlich müsste man eine ganz normale Curry King mal zum Vergleich jetzt dazu haben. Habe ich gerade nicht. Aber ich habe das nicht so extrem gut in Erinnerung. Ich dachte immer, ob ich eine normale billige Ja-Currywurst nehme oder eine Maika Curry King. Ist minimaler Unterschied, es reicht auch die günstige, aber die schmeckt gerade so unglaublich herausstechend toll, dass ich sagen muss, da haben sie was geschafft. Klingt gut, wirkt gut, wird bestimmt ein Trend, muss sich jeder holen. So, jetzt habe ich das mal hier alles ein bisschen rumgemacht. Wir probieren nochmal mit der Mad Dog Soße. Und so ist das jetzt perfekt. Für mich zumindest. Weil du hast jetzt diesen süßlichen Geschmack, du hast den Curry-Geschmack, du hast alles dabei, du hast diese super geniale Wurst, die so schön zu zerkauen geht. Und du merkst richtig jetzt ein Bitzeln auf der Zunge, ein Brennen im Rachenraum überall, was ich schön verteile. Die Mad Dog zündet ja eh später. Mad Dog deswegen immer cool zum Würzen. Auch für diese besonders coole Curry King Variante, denn dieser süßliche Geschmack, dieser Cola Geschmack, der sein soll, ist immer noch da. Und ihr merkt trotzdem immer noch alles, nur zusätzlich plötzlich eine schärfe Note. Also kann ich empfehlen, haben wir im Kaufland heute geholt. Soll angeblich am Montag in der Werbung sein beim Kaufland, dann auch günstiger. Wer gern Currywurst isst, greift zu, probier das mal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.